So, hallo Leute und herzlich willkommen mal wieder zu einer Runde Overwatch. Wir spielen heute auf der neuen Map Oasis. Ja, jeder kann gehackt werden, jede Sache kann gehackt werden. Deswegen spielen wir heute mal eine Runde Sombra im Angriffsmodus. Das ist nur so ein kleiner Einblick mal in die Karte. Ich weiß nicht, ob ich mehr Overwatch-Videos machen werde, aber ich habe mir gedacht, zur gegebenen Anlass spielen wir mal eine Runde Overwatch mal wieder. Und ja, quatschen dazu ein bisschen Bullshit, wie wir es sowieso immer tun. Und warten, bis unser Team sich zusammengefunden hat. Ja. Nee, eigentlich habe ich sowieso mega Bock auf Overwatch momentan. Nur alleine ist es immer so ein bisschen, naja, vielleicht kriege ich da ein paar meiner Leutchen noch dazu, ein paar Runden immer mal mitzudaddeln. Dann könnte ich vielleicht auch das ein oder andere Video mehr zu Overwatch raushauen. Aber ich glaube, ich will mich da nicht auf zu viele Games festlegen. Ich so ein, zwei Games, ab und zu mal vielleicht ein drittes, was ich auf dem Kanal jetzt zeigen werde. Hauptsächlich wollte ich mich ja mit Battlefield 1 auseinandersetzen und das spielen. Und Overwatch ist natürlich auch ein großer Favorit. Jetzt habe ich mir Titanfall 2 noch angeguckt. Und das macht eigentlich auch schon ganz gut Spaß. Vielleicht wird es dazu noch das ein oder andere Video geben. Und jetzt schauen wir mal, dass ich euch die Map ein bisschen näher bringen kann. Ich habe sie selber erst ein, zwei Mal gespielt. Auf jeden Fall starten wir jetzt auf diesem Punkt. Der ist auch manchmal Punkt 2. Hier haben wir jetzt auch Autos, die fahren und man kann auch überfahren werden. Da sollte man aufpassen. Und ich glaube, das ist so ein zentraler Mittelpunkt der Karte, wo es jetzt darum geht, den ersten Punkt einzunehmen. Mal schauen, wie wir uns da anstellen werden. Bisschen gemein müssen wir uns da jetzt anstellen mit Sombra. Mal schön von hinten ein bisschen provozieren. Die Feinde sind dran. Ich kann es contesten, aber die haben schon wieder eine gute Defense. Eine viel zu gute Defense gerade. Da weiß ich nicht, was ich dagegen halten soll. Gar nichts, weil ich gestunt werde von McCree. Meine Teammates sind so ein bisschen außerhalb. Das ist auch neu. Das ist so eine Art Jump Pad oder Elevator System, was sie jetzt erstmalig auf der Map eingeführt haben. An sich eine nette Idee, dass man dadurch schon mal ein paar höhere Positionen erreichen kann. McCree will uns jetzt direkt abfacken und schafft es auch, weil er uns einfach zielgenau über den Haufen ballert. Und unser Support hängt da irgendwie auf dem Aufzug fest, hat da gut Spaß, obwohl er eigentlich woanders gebraucht werden könnte, aber soll ja kein Skill-Video sein, sondern einfach mal ein bisschen die Karte zeigen. Sieht auf jeden Fall sehr atmosphärisch aus, sehr warm, die Farben sind sehr gut getroffen, gut abwechslungsreich, nicht düster, nicht kalt. Scheint ein Reiseort zu sein. Gut, Oasis, ja. Wird wieder irgendwo in der Wüste sein, logischerweise. Ziemlich modern auch. Das andere Mal, wo ich die Karte gespielt habe, ne, hier haben wir es, ja. Ist hier wie ein Aufzug, so ein Koffer. Hier zum Setzen. Es ist wie ein Hotel, so ein Resort-Anlage. Nicht schlecht auf jeden Fall. Gefällt mir. Da ist dieser. Auch wenn wir jetzt die erste Runde wahrscheinlich gnadenlos verlieren, weil irgendwie keiner der Leute hier wirklich was macht. Und einfach nur hier rumjumpt. Und ich denke, yo. Ja, das. Da läuft nichts. Vielleicht mal mit Soldier gucken, ob ich gegenpushen kann. Ich wollte eigentlich nur Sombra spielen, aber vielleicht. Was? Wir wurden revived. Geil. Ich kann es nur immer geringfügig contesten. Meine Teammates machen halt gar nichts irgendwie. Springt Mercy da allein rein, irgendwie ohne Plan, springt da wieder von A nach B, sucht da zu heilen. Jetzt haben wir da ein Bestchen drin plötzlich. Aber der ist natürlich stationär besser aufgehoben wie mobil. Da kommt jetzt irgendeine Ulti wieder reingeflogen. Ich
Wir springen genau in dem Fall. Und das war die erste Runde. Also ich weiß nicht, ob die vorhaben zu gewinnen. Wenn ja, sollten sie sich ein bisschen mehr ins Zeug hängen. Mir ist es persönlich egal. Aber das ist irgendwie gerade so... Ja, wir fliegen mal so ein bisschen hin und her und haben Spaß. Und gut, dasselbe könnte ich jetzt natürlich auch machen. Ah, jetzt sind wir in dem anderen Teil. Was haben wir? So ein Boot? Ja. Cool. Roadhog Time. Kofi Aroma. Kaffeestation. Jawohl. Sehr atmosphärisch. Bin mal gespannt. Wir haben 30 Sekunden, waren wir auf dem Objective und haben Gold. Ja, also. Sagt doch schon alles aus. Boah, den haben wir noch mit der Waffe weggenommen. Den auch. Oh. Point Unlocks. Das Turret gerade ein bisschen ablenken. Ich habe 19 HP. Egal, es ist down. Schön hier in Deckung gehen, hoffentlich. Und da gehört es uns so. Sneaky muss man das machen. Mit Zombie. Au. Der Shatter. Hätte ich doch mal lieber weitergeschossen. Vielleicht hätte es geklappt, aber egal. Er ist down. Ja, der Frankenstein Roadhog Skin. Generell, was Blizzard mit Overwatch macht, mit diesen Events. Also, das Weihnachtsevent fand ich jetzt so, ja, es ging, war eigentlich ganz in Ordnung, aber das Halloween-Event davor mit diesen extra Frankenstein, also. Mit diesem extra Modus, ja, das fand ich mega. Frankensteins Revenge oder ihr wisst schon, der Junkrat Skin. Frankenstein Skin Typi. War mega. Ich sollte vielleicht auch nicht immer zu so unchristlichen Uhrzeiten wie 3 Uhr morgens aufnehmen, aber ich komme momentan nicht zu anderen Zeiten. Und dieser Giftzwerg, aber egal. Ich habe jetzt meine Ulti, der Mafiosio-Skin in Gelb. Auffallender geht's ja wirklich nimmer. Komm schon, ich würde wenigstens eine Runde gewinnen wollen, dass wir noch den dritten Teil sehen. Oh. Aber ich komme nicht pushen irgendwie. Ich komme nicht vor. Vielleicht mit Reaper habe ich auch einen neuen Skin gezogen in so einer Winterkiste. Total ernst zu nehmen. Vielleicht können wir da ja noch was reißen. Oh, muss aufpassen. Alloy. One shot down. Egal, das war's, Leute. Ich glaube, das Team hat schon alles versucht. Aber, naja, 42 Sekunden Objective Gold. Ich weiß nicht, die hatten eigentlich nicht so Bock. Ja, der McCree war gut. Da hat er uns ordentlich zerruppt. Da hat er mich noch gekriegt. Mit 3 gezielten Schüssen. Aber Leute, wie gesagt, das soll ja kein Skill-Video gewesen sein. Das war einfach ein kleiner Einblick in die neue Map Oasis. Wenn es euch gefallen hat oder nicht, schreibt es in die Kommentare und lasst es mich gerne wissen. Würde mich freuen, wenn ihr mehr Overwatch-Videos sehen möchtet, aus irgendwelchen Gründen auch immer, dann schreibt das auch in die Kommentare. Dann werde ich mal wieder ein bisschen mehr produzieren. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.